Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Schwarz 2. Jo, wir sind gerade hier vorm Janusberg. Und wir gehen gleich mal rein, weil wir haben den letzten Part hier vorne beendet. Oh, und jetzt geht's hier rein. Eigentlich wollten wir am Ende des letzten Parts noch schauen, was für Pokémon auf der Route davor zu finden sind. Allerdings gab's da kein... Das hat irgendwie keine Bezeichnung, die Route, keine Ahnung. Daher bin ich da so ein bisschen verwundert. Und ja, ich suche gerade meinen Topschutz. Wo hat er sich denn versteckt? Topschutz, wo bist du? Weil ich habe jetzt hier keinen Bock auf wilde Pokémon. Da ist er. Da hat er sich versteckt. Gut, dann geht's jetzt hier lang. So, ein Item, nochmal ein Topschutz. Ja, geil. Kriegen wir das sozusagen wieder. Dann geht's jetzt hier hoch. In die nächste Höhle hinein. Auch das Bell, okay. Hey Dennis, weißt du was? Ich will mir etwas bei diesem Vulkan im Janusberg mal genauer ansehen. Aber die wilden Pokémon hier sind so stark. Sie bereiten mir eine Menge Schwierigkeiten. Deswegen möchte ich dich bitten, mir zu helfen. Ach, keine Sorge. Um die Heilung unserer Pokémon kümmere ich mich. Lass uns gehen. Ja, toll. Wisst ihr was? Ich war gerade vor dem Part nochmal im Pokécenter, um die Pokémon zu heilen. Ja, moin. So, da vorne wartet schon ein Kämpfer auf uns. Da ist Nico auf jeden Fall richtig an der ersten Stelle. Und es ist interessant, dass wir jetzt hier mit Bell gehen. Allerdings ist das jetzt hier kein Doppelkampf. Setzt er trotzdem zwei Pokémon ein? Beziehungsweise wird das jetzt zum Doppelkampf? Oder übernehmen wir nur die ganzen... Okay, das ist kein Doppelkampf, das ist ein Reihumkampf. Wow, wow, wow. So. Hier wird alles eingesetzt. René, Nico und Finn. So, Nico, der kann ja Psychoschock einsetzen auf jegliches Pokémon. So ist bei ihm ja hier effektiv, von daher passt das. So, allerdings überlebt er, aber seine Attacke geht daneben und jetzt hat er so ein bisschen... Was? Nicht wirksam auf Zurückkicks? Okay. Okay, okay. Initiative von Nico sinkt stark. Okay, dann werden wir jetzt mal wechseln. Nicht zu Finn, sondern zu René und er kann mal Kraftwelle einsetzen. Dieses Zoro-Keks wird eingesetzt. Aber was hat denn der für ein Typ? Es ist auf jeden Fall sehr effektiv. Wahrscheinlich Unlicht. Würde ich jetzt mal am meisten brauchen. So. Ja, komm, ruhig noch eine Kampfattacke. Da wird jetzt das andere Zoro-Keks eingesetzt. Sind alle schon mal lau. Also der hat einen Volltreffer kassiert. Wunderbar. Jetzt ist die Frage. Wird er jetzt Strepoli oder Zoro-Keks einsetzen? Könnte natürlich... Ich wechsle mal zu Finn. Und setze einfach mal Funkenflug ein. Ist bei beiden normal effektiv. Steinhagel wird eingesetzt. Wow, sehr effektiv wegen dem Feuertyp. Cheat! Aber auch er hat das Strepoli jetzt hier besiegt. Jetzt bleibt nur noch Zoro-Keks übrig. Ja gut, da wechsle ich natürlich jetzt hier. Dass er hier jetzt nicht Finn down gehen. Kein Risiko eingehen. Auf zu René. Die drei Pokémon hatten keine Chance. Obwohl Finn ganz schön dolle down ist sozusagen. Ja, wie gesagt, Finn braucht ja auch noch die Entwicklung, daher ist das schon. So, es ist keiner ein Level aufgestiegen. Und stimmt, wir werden ja automatisch geheilt. Gerade vergessen, ich wollte schon meine Pokémon ein. Lol. Oh, hier gibt es wieder mehrere Wege und bestimmt auch Items auf dem Boden. Lol, das war jetzt hier mal... Okay. Ein kleiner Leck. Ah, hier gibt es auch Trainer. Ich weiß jetzt gar nicht, wo es lang geht. Ich gehe mal von oben nach unten. Alter, jetzt kommt hier so eine scheiß Windows-Meldung. Ist ja super hier, dass ich Windows-Meldungen bekomme. So, ein Doppelkampf. Das freut mich aber. Doppelkämpfe sind immer gut. War wirklich interessant, dass da wirklich jetzt ein Trainer war. Ein Reihumkampf. Finde ich cool, weil ich mag das auch. Immer schön spannend.
Dreierkämpfe mag ich ja auch. So. Wer ist denn eigentlich momentan vorne? Das weiß ich gar nicht. Nico. Immer noch Nico. So, sie hat dieses Somnivora. Mir ja auch vor kurzem gegen gekämpft. So, Psychoschock auf das Golbot. Akrobatik. Ach du heilige Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Das kriegt sie jetzt auf jeden Fall zurück. Sehr schön. Jetzt habe ich aber Angst vor dem Sedimantur. 37 für Nico. Wunderbar. Energieball? Achso, von dem. Das müsste sehr effektiv sein, oder? Ja, aber Robustheit schützt es leider. So, Steinhagel auf Nico leider. Boah! Uiuiui! Nein, Flampivian. So, ich setze Michelle ein. Ist mir jetzt ein bisschen zu riskant hier alles. Und Michelle hat sehr effektive Attacken. Wie ist hier leckt ab und zu? Was ist denn heute da los? Hammerarm ist natürlich klar. Der wusste ganz genau, dass ich hier ein... Das setze weg. Allerdings hat Michelle jetzt so wenig KP. Ich vertraue trotzdem auf Michelle, dass sie das vielleicht schafft. Puh, zwei harte Gegner. Schaufler auf Flampivian. Blitzer. Und das ist nicht sehr effektiv. Nein, das ist normal effektiv und schade. Schade, Michelle. Ja, gute Attacke. Was können wir da jetzt effektives einsetzen? Eigentlich momentan nur René. Luke hätte zwar Schwebe, aber trotzdem, die Attacken, die er hat, sind nicht ganz so geil bei den beiden Pokémon. René muss ran. Boah, das Somnivora. Level 40. Das wäre eigentlich das eigentliche Level, auf was wir eigentlich wären. Wenn man das so betrachtet. Wow. So, das ist weg. Attacke wird abgewehrt. Upe, okay. Vielleicht nicht die beste Wahl, aber okay. Kraftwelle. Das sollte auf jeden Fall ausreichen. Nee, leider nicht. Schade. Sonnenbohrer, okay. Uiui. Das ist eine K.O.-Attacke, ist klar. Eine K.O.-Attacke. Natürlich. Da wollen wir jetzt mal ordentlich auseinandergenommen. Ich bin froh, dass Spell uns heilt. Da bin ich jetzt mal wirklich froh. Danke, Bell. So, jetzt geht's hier noch weiter nach rechts. Da gibt's noch einen Doppelkampf. Ein Item hier unten. AP plus. Das nehme ich doch. Es ging da vorhin auch noch einen Weg nach unten. Aber da unten ist generell ein Weg, weil da noch ein Item ist. Okay, Nico ist immer noch vorne. Natürlich, ich habe ihn ja auch nicht ausgewechselt. Ja gut, dann Nico, let's go. Und Bell, natürlich. So, derweil kann ich mal kurz schauen wegen... Die Pokémon, die man hier antreffen kann. Wenn es jetzt nicht so lang würde. Was ist mein PC jetzt so los? Wow. Die Brava. Und. Groink. Wie heißt denn der Berg hier nochmal? Ich hab den Namen vergessen. Scheiße, ey. Ich hab vorher den Namen vergessen. Ja, toll. Kann man da machen? Drache, Boden. Und. Tischok? Fragezeichen. Bei Drache Boden könnte man theoretisch Nico einsetzen. Jonas meinte ich. Weil ich bleibe mal bei Nico. Setz mal Finte auf Groink ein. Okay. Wen geht das jetzt auch auf das Simnovala, wie auch immer? Wendelberg, jetzt fällt mir der Name wieder ein. Das ist der Wendelberg. War sehr effektiv, aber macht extrem wenig Schaden. Aber
Weil machst du genau das Richtige. Kriegen wir das Grün auch noch irgendwie down. Boah, der Wendelberg ist riesig. Aber es gibt kaum Pokémon verschiedene, also die Liste ist nicht lang. Ui, schläft, okay. Ah, ja, Erholung. So, und zwar in der Höhle gibt es, muss kurz nebenbei auch auf einen anderen Bildschirm schauen. Ich bin, aber Moment mal, die Level passen hier überhaupt nicht. Muss gleich nochmal schauen, wo ich genau jetzt bin. Ich glaube, ich habe mich jetzt gehört, dass ich eigentlich woanders bin. Boah, Erdkräfte geht auf Nico. Sehr, sehr starke Attacke, aber macht nicht so viel Schaden. Wunderbar. So, das Groink ist weg. Sehr schön. Jetzt nur das Vibrava. Oh, und da kommt auch noch ein Pokémon. Eindriff Zeppeli. Uiuiui. Von Typ Geistflug. Ist was? Letztes Mal jetzt Flug ein. Eindriff Zeppeli. Wie ist denn der Berg hier? Oh, okay. Uiuiui. So, Schwebe von Luke lockt. Wunderbar. Er setzt voll ein. So, Funkensprung auf trifft Zeppeli. Weil er ist jetzt auf jeden Fall besiegt. Schade drum. Aber naja. Ich hoffe, es kommt jetzt ein anderes Pokémon noch. Oh, keine Wirkung. Wunderbar. Das ist das Geile an Luke. Schwebe. So, tschüss. Gibt doch Finalschlag, oder nicht? Nee. Gerade nicht. Ich weiß nicht, was die Bedingung ist, dass Finalschlag kommt. Jetzt das Vibrava. Da haben wir natürlich mit Dings. Mit Luke eher weniger Vorteile mit. Aber ich setze einfach mal Tackle ein. Oh, Eishahn. Sehr schöne Attacke. Sehr, sehr schön. Wow. Vierfach Schwäche, glaube ich, wegen Bodendrache. Genau, vierfach Schwäche. Kamerupt. Eigentlich kann ich damit Luke eher weniger was anfangen. Muss zu Michelle wechseln, weil sie kann eine schöne Bodenattacke einsetzen. Wir mit Luke nicht. Okay, Fluch, Angriff, Verteidigung steigt, Initiative sinkt. So, welche Attacke setzen wir ein? Schaufler macht am meisten Sinn. Und auch als einziges Sinn. Eishahn macht ja weniger Sinn. Ist normal effektiv. Einerseits abgeschwächt durch den Feuertyp. Andererseits halt effektiv wegen dem Bodentyp. Der macht weiter Eishahn. Da kommt ja unser Schaufler genau richtig. Bodycheck auf Michelle. Uiu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 
Ey, ich möchte nicht mit dir sprechen, ich möchte das Item aufsammeln. Ein Calcium. So, jetzt ist aber die Frage, erstens, wo geht's hier oben rechts weiter und zweitens, was war unten links? Hier scheint es auf jeden Fall weiterzugehen. Hier laufen wir nochmal kurz zurück. Und zwar hier zum Anfangsgebiet hin. Da, wo wir den Dreierkampf gemacht haben. Hier gibt es halt auch einen Doppelkampf. Uiuiui. Hier gibt es auf jeden Fall ein Item. Wunderbar. Ein Nugget. Kann man schön verkaufen. So, dann fange ich mal an, über die Pokémon zu reden. Einerseits fangen wir mal draußen an. Was war das Item hier mitnehmen? Ein Grundstück. Wir fangen draußen an im normalen, hohen Gras. Da findet man zu 30% einen Pion Scorer, zu 20% einen Drift Zeppeli, zu 15% einen Knackleer, haben wir ja inzwischen schon, zu 10% einen Kamerupt und zu 5% ein Panzer Eoron. In Schwarz 2, nur in Schwarz 2, findet man zu 20% ein Spoing und zu 10% ein Groink. Und nur in Weiß 2 findet man zu 20% ein Kamaup und zu 10% ein Kamaup. Ups. Ah, da habe ich mich jetzt irgendwie verlesen. Genau, das Kamaup, das ist nur in Weiß 2 fangbar. Hatte er zuerst angenommen, oder zuerst gesagt generell, aber nee, es ist nur in Weiß 2 fangbar, okay. So, hier. Gegner, okay. Ah, Mann. Dann im dunklen Gras, das war dieses anderfarbige Gras, glaube ich. Sehr schön. Das ist schon mal weg. Da findet man zu 30% ein Pion Scorer, zu 20% ein Drift Zeppeli, zu 15% ein Panzer Aeron, zu 5% ein Vibrava. Dann nur in Schwarz 2 zu 30% ein Groink und zu 30% ein Kamerupt. Das Kastellit macht mir jetzt ein bisschen Angst, wenn ich dann wechsle auch mal sicherheitshalber. So, Jonas. Dann im raschenden Gras findet man zu 100% ein Ordoch und als Schwarm findet man zu 40% ein Noctuska. Sehr schön. Dann jetzt hier in der Höhle. Aufgepasst! Kriegt man zu 35% ein Fleckneul, zu 25% ein Sedimantur, zu 15% ein Pion Scora. Oh, ui. Zu nur in Schwarz 2, zu 20% ein Spoing und zu 5% ein Groink, nur in Weiß 2, zu 20% ein Kamaup und zu 5% ein Kamerupt. Als Staubwolke kann man zu 100% ein Stalobor bekommen. Gut zu wissen. So, Jonas, der sich ja auch weiterentwickelt hat, aber bisher kam er noch nicht ganz so zu ihr zu kämpfen. Leider hat das jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Generell, uiuiui. Ja, das Varonest, das ist fast weg, aber... Anscheinend. Ich habe in dem Moment nicht aufgepasst. Ach du heilige Scheiße. Ich wechsle wieder. Zu wen könnte man wechseln? Svaroness ist fast weg. Das Kastellit, das macht mir dann doch noch ein bisschen an. Ist das vom Typ Käfer? Warzeichen? Wechsel mal zu Finn. Blitzer kommt. Das Warnes ist weg, aber das Kastellit könnte mir jetzt noch Schaden zufügen. Okay, er greift dieses Pokémon an. Okay, okay, okay. Ich war so ein bisschen halt abgelenkt durch Pokémon-Dinger. Da habe ich den Kampf leider nicht ganz so verfolgen können, was jetzt hier alles so passiert ist. Setz einfach mal Funkenflug auf das Kastellit ein. Okay, Ablativ. Dann hat die Attacke ein Glück ab. So, Funkenflug. Ist das jetzt sehr effektiv?
Nein, normal effektiv. Scheiße. Okay, gut. Es ist besiegt. Das passiert, wenn man einmal nicht aufpasst. Sterben die ganzen Mitglieder ja fast weg. So. Dann jetzt ist die Frage, was ist hier unten? Noch ein Durchgang? Hä? Bin komplett verwirrt. Noch mehr! Das Schlimme ist, ich nehme jetzt nur ein Part auf. Bedeutet, ich werde im nächsten Part erstmal ein bisschen herumrätseln, wie in der Elektrolithöhle. Ein Indigo-Stück noch. Gut. Dann geht's wohl jetzt erstmal hier runter. Hier rein. Da geht's raus und da geht's raus. Oh! Da teilt sich der Weg. Was ist denn hier? Da will ich mal kurz nachschauen. Da ist noch ein Trainer. Ja komm, gegen den Trainer kämpfen wir ruhig noch. Es ist wieder nur einer. Setzt der vielleicht ein paar mehr Pokémon ein? Nur zwei, okay. War nett. War nett, was war denn das für ein Typ? Geist? Glaube ja. Ah, da ist Nico jetzt am falschen Platz. Außerdem sollten wir vielleicht mal Nico auswechseln. So, Finn kann ich jetzt auch nicht einwechseln, falls er eine Geistattacke einsetzt. Wechsel zu Jonas. Ja, war klar, dass er eine Geistattacke einsetzt. Naja, wenn wir zu Finn gewechselt, dann wäre Finn sowas von down, beziehungsweise fast down. Mindestens. So, sehr schön, Jonas. So, Laubklinge. Ein Entoron. Der Jonas ist immer noch auf Level 36, bedeutet, er braucht dann auch die EP. Da kann ich ruhig mal bei Jonas bleiben. Sehr effektive Pflanzenattacke. Ich habe ihm überlegt, ob ich zu Luke wechseln soll. Bei Elektro ist ja auch sehr effektiv. Aber warum nicht bei Jonas bleiben? War das jetzt ein Volltreffer? Ich glaube ja. Level 37, sehr schön, hast du dir verdient. Hier, das ist für dich was. Okay. So, der Part ist fast vorbei. Auf Englisch heißt Vulkan Volcano. Voll toll, oder? Okay. Ah, Dennis, hier ist es. Komm, das sehen wir uns mal genauer an. Okay. Ich wollte eigentlich. Das heißt, da ist unser Ziel. Ich werde alle anderen Wege erstmal erkunden. Bedeutet, wir gehen erstmal hier raus. Hä? Hier ist kein Item, hier ist nichts. Okay. Einfach nur eine Plattform, um rauszuschauen. Lol. Ah, und hier sind Items. Ein Fluchtseil. Ja, gut, brauchen wir jetzt nicht. Wir haben Schaufler. Und ein Rauchball. Na gut. Auch nicht so das Wahre. Schutz wirkt nicht mehr. Nee, wir setzen es weiterhin an. Gut, dann ist da rechts unser Ziel. Und wir laufen jetzt kurz nochmal nach oben, weil da ging es ja auch noch weiter. Okay, aus dem Weg hier. Gut, wir werden erstmal den oberen Weg komplett erkunden, bevor wir dann mit Bell zum Finale da sozusagen gehen. Und da unten waren wir auch schon, genau. Und dann geht's hier weiter. Und da geht's dann im nächsten Part weiter. Bis dahin und tschüss.